wir sind heute extra nach Weiz gefahren in die Steiermark zum Sigi, Sigis Garage, das Herz der Moto Guzzi Welt, zumindest in der Steiermark, Österreich eventuell sogar. Und wir wollen heute über die klassische Moto Guzzi V7 sprechen und auch die Möglichkeiten, dieses Motorrad zu customizen. Sigi, wir haben da eine diesjährige V7 III. Kannst du mal was zum neuen Modell sagen? Ja, V7 III, neues Modell, unterscheidet sich optisch jetzt nicht großartig von der V7 II. Aber in der Technik, im Detail, sind sehr viele kleine Änderungen hier. Man muss einmal als erstes sagen, dass der Euro 4 Motor der Knackpunkt an der ganzen Sache ist. Also komplett neu. Motor ist komplett neu, ist Euro 4 Abgasnorm, hat aber dadurch gegenüber dem alten V2 Motor etwas mehr Leistung bekommen und etwas mehr Drehmoment, was man bei den Fahreigenschaften natürlich sehr merkt. Der Rahmen wurde auch geändert. Ja, der Rahmen wurde auch geändert. Beim Getriebe muss man sagen, dass der sechste Gang ein lang übersetzter Gang ist, so quasi als Overdrive. Cruiser. Genau. 50 Jahre V7, ein Klassiker am Markt. Was macht die V7 generell aus? Der V2 Motor ist der typische Moto Guzzi Charakter. Die leichte Vibration am Lenker, am Stand ist das typische der Moto Guzzi. Und Moto Guzzi ist ein Motorrad, ich kann aus dem Grundmotorrad, die Stone ist das Einstiegsmodell, mein individuelle Moto Guzzi machen, so wie ich sie haben will. Das ist ein Basismodell, eine V7 Spezial 2, Modelljahr 2016, Neufahrzeug, umgebaut auf Scrambler Edition Sigis Garage, möchte ich dazu sagen. Es sind bei diesem Modell sehr viele Guzzi Garage Custom Teile verbaut worden. Fängt an bei dem Seitendeckelsatz mit Startnummernhalterungen, wobei der Grunddeckel dann grün lackiert worden ist. Die Fußrasten und Schalthebel Verbreiterungen. Der Original Alu-Kotflügel, was gekürzt worden ist und lackiert worden ist. Lederriemen mit natürlich auch schwarz lackierter Halterung, Tankdeckel schwarz, die Spiegel von der California 1400 und sehr viele kleine Detaillösungen, wo es von Guzzi Garage kommen. Auspuffanlage ist in diesem Fall eine Mistral mit E-Prüfzeichen, was einen ultra coolen Sound hat, in diesem Fall noch ein bisschen zu laut. Das Asbest-Wickelband ist auch aus dem Guzzi Garage Sortiment, wo man auch dazu sagen muss, die Guzzi Garage Teile muss man nicht immer im kompletten Paket kaufen. Ich wollte ein bisschen den Ur-Enduro-Charakter rausholen und habe auf einen Continental DKC 80 Tucke zurückgegriffen, der was sehr grob ausschaut, sich aber sehr locker auf der Straße ganz normal bewegen lässt. Sigi, da ein Prachtstückerl hast du uns da jetzt in die Garage gefahren. Ich bin begeistert. Eine V9 offensichtlich. Also das Fahrzeug basiert auf einer V9 Rummer. Schaut optisch komplett anders aus. Okay. Bei dieser V9 scheint ja einiges gemacht worden zu sein, oder? Das erste, was mir auffällt, ist ein unglaublicher Sitz, der mich eigentlich an die 20er Jahre erinnert. Der Sitz ist eine Anfertigung von mir. Ich wollte etwas anderes. Also man kann den Sitz ganz normal wie eine normale Sitzbank abnehmen, eine normale Sitzbank draufgeben, die hinteren Fußrasten wieder draufschrauben und das ist wieder ganz normal. Das ist der Moment, du kannst mit deiner Freundin auf einen Café fahren. Genau. Und unter der Woche bist du der coole Reiter auf genau, dem Spezialsitz. So ist es. Ja? Der Lenker schaut irgendwie auch custom-mäßig aus. Für meinen ersten Blick auf jeden Fall. Die Rückspiegel sind auf jeden Fall
Kastenspiegel, oder? Die Rückspiegel sind Rizomaspiegel. Ja. Der Lenker ist ein Originallenker, Rummer, der einfach nur schwarz beschichtet worden ist. Die Blinker sind, so winzig, sind auch von Rizoma vorne, ja, etwas kleiner in diesem Fall. Wenn wir schon bei den Blinkern sind, also hinten sind offensichtlich auch winzige Rizoma-Blinker, nur habe ich kein Rücklicht gesehen. Ist das am Helm oder wie man? Nein, die Blinker sind auch von Rizoma, die heißen Club S. Das ist ein All-In-Blinker, der beinhaltet Rücklicht, Bremslicht und Blinker. Hinterer Kotflügel ist ein Original-Ersatzteil aus dem Hause Moto Guzzi. Okay. Ist ein, in diesem Fall aber der Kotflügel von der V9 Poppa, der etwas anders geschnitten ist von der Bauform. Die Nummerntafelhalterung schaut ja abenteuerlich aus. Ja. Ist das überhaupt zulässig, was du da drauf hast? Die Nummerntafelhalterung gibt es leider nicht für Moto Guzzi, ja, im Zubehör. Das ist eine Eigenproduktion von mir. Die Auspuffanlage schaut ja fast aus wie die Moto Guzzi Custom Anlage, ähnlich zumindest. Sie ist auch seitlich angeschnitten, ist aber keine Moto Guzzi Anlage in diesem Fall, sondern? In diesem Fall handelt es sich um eine Remus Auspuffanlage, ja, eigentlich von einer Hardly. Sigi, der Dank, also die meisten glauben ja, dass du den handgedengelt hast, einen ganzen Winter lang, aber dem ist nicht ganz so, oder? Dem ist nicht ganz, ja, so, nämlich gar nicht. Das ist ganz einfach der Originaltank, aber durch die andere Farbe, ja, das ist eine so Silber-Alu-Effektlackierung, schaut der Tank natürlich ganz anders aus als wie der Originale. Das war auch Sinn und Zweck, dem Kunden zu sein, dass man aus jedem Bike ein individuelles Custom-Bike für sich selbst macht. Was hast du da noch alles? Wir haben original Moto Guzzi Custom Teile bei dir. Ich schaue natürlich schon, dass ich sehr viel original Moto Guzzi Garage Teile verkaufen kann. Kotflügel, Fender vorne, Fender hinten, die Seitendeckel, Motorstutzbügel und die ganzen Sachen. Es gibt umfangreiches Zubehör von Moto Guzzi mittlerweile. Wir sind jetzt mittlerweile sehr gut bestückt. Von einer Spezial hier zu einem Batman Bike, würde ich mal sagen. Was ist das da? Ja, das Flaggschiff von Moto Guzzi, so geht dazu, MGX 21, basiert auf einer 1400er California. Sehr viele Carbon-Teile von den Radabdeckungen, genau, ja, über Tankabdeckungen, alles echt Carbon. Und das ist ein sehr hochwertiges Bike, was sich top bewegen lässt und einfach auch einzigartig. Es gibt nicht so viele, so wie einmal. Es ist das Flaggschiff von Moto Guzzi, sage ich dazu, momentan wirklich unter den Baggergeräten das auffälligste und das geilste auf, genau, den Straßen. Ja, genau. Noch eine letzte Frage dazu, es ist ja ein sehr massives Bike. Ja? Ja. Muss ich mich fürchten, wenn ich mit der fahre? Nein, es ist natürlich, das Bike hat 340 Kilo, ja, ungefähr. Es ist ein großes Motorrad, wenn ich es Händel und Schieb aus der Garage raus, ist es sicher schwer, aber sobald ich die ersten 5 Meter mit dem gefahren bin, ist das Handling wieder das typische Moto Guzzi Handling. Super leicht zum Handeln in der Kurve durch den V2 Motor, einfach genial zum Fahren. Das werden wir machen. Das machen wir.